Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAVMO-Video. In der heutigen Rubrik geht es um die BAVMO-Gebrauchtwagen-Tipps. In dieser Rubrik stellen wir euch Gebrauchtwagen vor, bei denen sich der Kauf aktuell besonders lohnt. Also Freunde, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Im Jahre 2003 startete die Produktion der E60 Limousine. Erstmals unter anderer E-Bezeichnung folgte im Jahr 2004 der E61 als Touring. Gegenüber dem Vorgänger E39 wirkte der E60 deutlich runder, doch wirkte nie rund gelutscht. Auch fanden zahlreiche neue Assistenzsysteme mit Markteinführung des E60 ihren Einzug in die obere Mittelklasse. Der E60 setzte neue Maßstäbe in der Motorenauswahl. Noch nie zuvor gab es eine so breit gefächerte Motorenpalette, aus welcher sich der Kunde genau den Motor herauspicken konnte, welcher zu ihm passt. Man hatte bei den Dieselmodellen die Möglichkeit, mit einem 2 Liter Vierzylinder einzusteigen. Die Speerspitze bildete sich aus drei verschiedenen Varianten des 3 Liter R6 Triebwerkes im 525, 530 und 535D. Bei den Benzinmodellen war die Auswahl deutlich größer. Ab Facelift wurde der 6-Zylinder M520i durch eine 4-Zylinder-Variante ersetzt, wodurch vier verschiedene Zylinderanzahlen zur Verfügung standen. Ab Facelift war es also möglich, sich zwischen einem 2-Liter-4-Zylinder und einem 5-Liter-V10 alles auszusuchen, was das Herz begehrt. Des Weiteren wartet der E60 und E61 mit einem weit überdurchschnittlich hohen Fahrkomfort auf, ohne dass dabei der BMW-typische sportliche Aspekt verloren geht. Die Verarbeitungsqualität ist BMW gewohnt gut und BMW hat aus alten Fehlern endlich gelernt und ab dem BMW E60 endlich ordnungsgemäße Bremsen verbaut. Zudem ist der E60 für die Insassen überdurchschnittlich sicher in seiner Klasse. Lediglich Fußgänger sollte man tunlichst vermeiden anzufahren, denn in dieser Kategorie schnitt der BMW E60 mit nur einem von vier möglichen Sternen im Euro-NCAP-Crashtest ab. Die Ausstattungshighlights. Neben den bekannten Ausstattungsmerkmalen fanden mit Marktstart der E60 und E61 Baureihe auch zahlreiche Neuerungen ihren Einzug in die obere Mittelklasse von BMW. Da wären zum Beispiel das völlig neue iDrive-System, welches In-Car-Navigationssysteme revolutionierte, insbesondere ab Facelift, nachdem das iDrive-System noch einmal völlig überarbeitet und vor allem aufgeräumt wurde. Eine deutlich verbesserte Position der Becherhalter gegenüber den Vorgängerfahrzeugen, BMWs Allradsystem xDrive, Head-Up-Display, BMW Night Vision mit Wärmebildtechnik, Spurhalteassistent, Fernlichtassistent, eine passive Reifenpannenanzeige, kurz RPA genannt, Kopfstützen mit Aufprallerkennung und noch einiges mehr. Natürlich gibt es auch altbekannte Ausstattungen wie verschiedene Sitze in Stoff und Leder, elektrisch verstellbare Sitze, elektrisch verstellbare Kopfstützen, Sitzheizung, Standheizung, Tempomat, Xenon mit Lichtautomatik und Scheibenwischerautomatik und so weiter und so weiter. Die Problemzonen. Fangen wir mit den Motoren an. Der Vierzylinder N43B20 im 520i hat typischerweise auch bekannte BMW-Vierzylinderschwächen der N-Reihe übernommen. Dadurch kann es zu Problemen mit der Steuerkette kommen. Hier ist es also wichtig, genau hinzuhören, ob nicht bereits ein Rasseln bei laufendem Motor zu vernehmen ist. Selbiges gilt auch für das 2 Liter Dieselaggregat der N-Reihe. Die M54 Triebwerke im 520i und 525i der Vor-Facelift Benzinmodelle sind alte Bekannte aus dem E46 und E39 und haben dementsprechend auch dieselben Probleme, sind aber im Großen und Ganzen sehr robust.
Der N52 im 523i vor Facelift ist etwas robuster als der N53 im Facelift. Jedoch haben beide Motoren relativ wenig Krankheiten. Lediglich die Injektoren beim N53 können zu einem teuren Problem werden, welches der N52 nicht hat. Bei den 6-Zylinder-Dieselmodellen sollte man vorsorglich die drei Klappen entfernen, da diese sich lösen können, in den Brennraum fallen und so zu Motorschäden führen können. Grundsätzlich sollten die Turbolader bei allen Motoren mit Turboaufladung akribisch untersucht werden, denn nicht selten sind die Turbos vorgeschädigt durch oftmals falsche Handhabung des Motors. Die V8-Modelle sind im Vergleich zu früher relativ wartungsarm, was außerordentliche Werkstattbesuche angeht, sofern man sich ein gepflegtes Modell zulegt. Ein besonderes Augenmerk sollte man trotzdem auf mögliche Ölverlustquellen werfen. Der M5 mit seinem beliebten V10-Triebwerk hat, wenn alle Wartungen jederzeit ordnungsgemäß durchgeführt wurden, einen sehr robusten Motor. Leider ist es oftmals nicht der Fall, denn viele Besitzer oder ehemaligen Besitzer unterschätzen die Wichtigkeit der Lagerschalen und Ölwechselintervalle und drücken leider auch zu oft auf kalten Motor. Es gilt ein besonderes Auge und Ohr zu haben, wenn man sich einen E60, 61, M5 zulegen möchte. Kommen wir zur Elektrik. Bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung sollte man darauf achten, dass diese auch ohne weitere Störgeräusche oder anderweitige Probleme arbeitet. Denn diese ist leider besonders anfällig, was man dadurch erkennt, dass bei defekter Niveauregulierung das Fahrzeug hinten tiefer ist als jeder Golf auf einem GTI-Treffen. Ein Riesenproblem ist auch der Kabelbaum im Heckbereich, genauer gesagt der, welcher sich in der Heckklappe befindet. Touring-Modelle sind hiervon deutlich häufiger betroffen als die Limousinen. Dabei erleiden die Kabel in der Heckklappe genau an der offenen Stelle einen Kabelbruch. Bei BMW gibt es dafür spezielle Reparatursätze. Des Weiteren gibt es bei Fahrzeugen mit Schiebedach oftmals das Problem, dass die Reserveradmulde, in welcher sich die Steuergeräte für beispielsweise PDC oder Anhängerkupplung und weitere Ausstattungsmerkmale befinden, durch verstopfte Abläufe unter Wasser steht. Auch ist es möglich, dass das Wasser durch defekte Dichtungen der separat zu öffnenden Heckscheibe beim Touring oder auch durch defekte Dichtungen der Rückleuchten eintritt. Auch dies tritt bei Touring-Modellen häufiger auf als bei der Limousine. Probleme gibt es auch mit dem Antennen-Diversity bzw. Antennenverstärker. Auch dort gibt es Probleme mit eintretender Feuchtigkeit, was leider wieder vermehrt bei Touring-Modellen auftritt. Das Antennen-Diversity sitzt unter dem Dachspoiler beim Touring und ist zum Glück leicht zu ersetzen. Man sollte auf eine einwandfreie Funktion des iDrive-Systems achten. Gerade bei Vor-Facelift-Modellen kann es passieren, dass die CCC-Einheit den Geist aufgibt, was leider zu einem teuren Spaß werden kann. Meist lohnt es sich dann, auf das neuere iDrive-System umzurüsten. Kommen wir zu unseren Empfehlungen. Die beste Kombination aus Kosten und Fahrspaß bietet bei den Benzinmodellen wohl der 530i, wenn man einen Sauger möchte, und der 535i, wenn es auch ein Turbofahrzeug sein darf. Gerade beim 535i ist ein enormes Potenzial gegeben, wenn es um das Thema Leistungssteigerung geht. Wer ein Dieselfahrzeug sucht, sollte sich nach einem 535D umsehen, da dieser von den 3 Liter Triebwerken den besten Kosten-, Spaß- und Nutzenfaktor hat. Des Weiteren empfehlen wir die Facelift-Modelle, da dort viele der genannten Krankheiten mit den Jahren verbessert bzw. überarbeitet wurden und auch die Pannenstatistik der jüngeren Modelle um ein Vielfaches besser ist als die der ersten Vor-Facelift-Modelle. Was gab es denn für Alternativen? Ja, die damaligen Konkurrenten des E60 waren einmal der Audi A6 4F, welcher fast zeitgleich gebaut wurde. Und die Mercedes E-Klasse W211, welche etwas älter ist und auch eine kürzere Bauzeit hatte. Auch diese Fahrzeuge sind in der oberen Mittelklasse angesiedelt. Kommen wir zum Fazit. Die Vorteile: sehr moderne Ausstattungsmöglichkeiten, sehr komfortabel ohne Einbußen der Sportlichkeit, sehr große Motorenauswahl, jüngere Fahrzeuge stehen sehr gut in der Pannenstatistik. Die Nachteile: sehr viele verranzte Modelle, besonders bei höheren Motorisierungen. Fahrzeugsuche gestaltet sich sehr aufwendig, da es vergleichsweise nur wenige Modelle mit geringen Laufleistungen auf dem Markt gibt.
Elektronikprobleme, besonders bei älteren Modellen, können sehr ins Geld gehen. Doch solltet ihr euer Wunschfahrzeug genauestens kontrollieren oder von einem Fachmann eures Vertrauens kontrollieren lassen und auch nach dem Kauf ordnungsgemäß weiterpflegen, dürfte dem Spaß im E60 und E61 nichts im Wege stehen. So Freunde, das war's mit dem BAVO-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure BAVMO-Crew.